Ja, herzlich willkommen zurück hier ins Horsch Live Studio zu unserem zweiten Tag bei Horsch Live. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir haben an diesem Tag Vorträge im Bereich Düngung, Nährstoffeffizienz und das Ganze auch in vier Sprachen. Das heißt, wir können die Inhalte in Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch anbieten. Ja, wie in unserem Vortrag von gerade eben, wo wir den Stickstoffmarkt oder generell den Düngermarkt beleuchtet haben, wollen wir jetzt natürlich eine Etage tiefer gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen in den Boden reinschauen und aus einer wissenschaftlichen Perspektive uns anschauen, was wir denn tun können, dass wir ein möglichst effizientes Wurzelsystem haben, dass wir Nährstoffe möglichst effizient aufnehmen können. Und das ist sicher eine Mischung aus einmal der Pflanze an sich, da sicher auch dem einzelnen Genotyp an sich, aber natürlich auch die Frage, mit welchen Nährstoffen kommen wir daher, wo legen wir Nährstoffangebote im Boden hin und wie können wir das Ganze letztendlich optimieren. Wir haben uns dazu als Referenten Herrn Professor Dr. Nikolaus von Viren eingeladen. Herr von Viren ist Institutsleiter für Physiologie und Zellbiologie am IPK in Gattersleben. Seine Abteilung beschäftigt sich vor allem damit, wie Pflanzen auf unterschiedliche Stressfaktoren reagieren und da in Besonderheit auf Trockenheit und Nährstoffmangel oder andersrum formuliert natürlich auch, wie man mit gezielten Nährstoffgaben eben Wurzelsysteme optimieren kann. Die Erkenntnisse aus der Forschung gehen natürlich auch rein, um zu sagen, wie können wir in der Züchtung weiterkommen oder jetzt in unserem Fall, wie können wir denn technisch auch Nährstoffe in Bereiche des Bodens bringen, wo sie sinnvoll angelegt sind. Ja, wir haben den Vortrag im Vorfeld aufgezeichnet, aber wir werden natürlich im Anschluss daran eine Live-Diskussion mit Herrn Viren haben, um einfach Ihre Fragen, die im Chat kommen, beantworten zu können. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Vortrag. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Nikolaus von Viren. Ich bin hier Leiter der Abteilung Physiologie und Zellbiologie am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung hier in Gattersleben. Meine Arbeitsgruppe arbeitet in der molekularen Pflanzenernährung, aber wir interessieren uns auch insbesondere für die Beziehung zwischen der Wurzel und den Nährstoffen. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen heute auch sprechen. Es geht also um die Anpassung von Wurzeln an äußere und innere Nährstoffverhältnisse. Wenn wir uns jetzt hier zwei Sommerweizenlinien angucken, die beide übrigens aus der gleichen Kreuzung stammen, dann sehen wir, dass die sich nicht nur am Spross unterscheiden, sondern auch an der Wurzel. Und zwar hat die linke Pflanze hier zwar deutlich mehr Wurzelbiomasse, aber die rechte Pflanze, die hat ein längeres Wurzelsystem. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir uns nur die Wurzelbiomasse angucken, sondern wir müssen uns auch die Wurzelarchitektur anschauen bei den Pflanzen. Und die Wurzelarchitektur, die beschreibt die räumliche Anordnung von Wurzeln unterschiedlicher Ordnung. Und diese Wurzelarchitektur hängt zum einen vom Genotyp ab. Der Genotyp ist also letztendlich die Sorte, die Sie auf dem Feld haben. Und der Genotyp bestimmt sozusagen die Blaupause, den Bauplan von der Wurzelarchitektur. Auf der anderen Seite ist die Wurzelarchitektur auch abhängig von Umweltfaktoren. Und es ist hier gezeigt anhand von einer zweikeimblättrigen Pflanze, die hier auf der linken Seite steril, also in Abwesenheit von Mikroorganismen angezogen wurde. Und hier auf der rechten Seite in Anwesenheit von einem Rhizosphärenbakterium, das heißt in unserem Fall Rautella. Und da sieht man, dass die Anwesenheit von dem Bakterium zu deutlich längeren Seitenwurzeln, vor allen Dingen im unteren Wurzelbereich, führt. So, das heißt also, diese Umweltfaktoren, wie zum Beispiel die Bodenmikroorganismen, die interagieren auch mit dem Genotyp der Pflanze. Und diese Interaktion ist auch nicht stabil, sondern die verändert sich im Laufe der Pflanzenentwicklung, sodass wir letztendlich von einer Wurzelplastizität sprechen. Die beschreibt die dynamischen Veränderungen der Struktur, der dreidimensionalen Verteilung und des Verzweigungsgrades von dem Wurzelsystem. So, schauen wir uns jetzt mal das Wurzelsystem von der Gerste etwas genauer an. Die Gerste bildet zum einen während der Keimung sogenannte seminale Wurzeln. Das heißt, die entspringen dem Embryo und sind in der Regel 4 bis 8 in der Anzahl.
2 bis 3 Wochen später bildet dann die Gerste noch nodale Wurzeln. Die entspringen an der Stängelbasis von Haupt- und von Seitentrieben. Und wenn wir uns die jetzt im Vergleich angucken, hier zum Beispiel in dem zweiten Bild, dann sehen wir, dass diese nodalen Wurzeln auch etwas größer sind im Durchmesser. Und im mikroskopischen Querschnitt sieht man dann auch, dass die eine größere Anzahl von Leitgefäßen, von Xylemgefäßen im Zentralzylinder tragen. Und dieser größere Durchmesser von den Xylemgefäßen, der führt auch dazu, dass die Wasser- und die Nährstofftransportraten über diese Art der Wurzeln, diese nodalen Wurzeln, auch größer sind. So, im Laufe der Entwicklung entstehen diese nodalen und seminalen Wurzeln aber nicht zeitgleich. Wir sehen hier Pflanzen am Tag 18, die also nur noch oder fast nur das seminale Wurzelsystem ausbilden, hier auf der linken Seite. Und dann jeweils in einem Abstand von einer Woche sehen wir dann, kommt das nodale Wurzelsystem mit dazu. Und wenn wir uns jetzt diese Biomasse und die Länge von den seminalen Wurzeln anschauen, dann sehen wir, dann steigt die hier bis ungefähr Tag 39, Tag 46, zumindest so war es bei uns in dieser hydroponischen Kultur, in der wir die Gerstenpflanzen angezogen haben, wobei dann das Wurzellängenwachstum schon etwas früher aufhört, hier schon ab Tag 32 nicht mehr stark zunimmt. Aber die nodalen Wurzeln, die entstehen erst deutlich später, hier nach 2 bis 3 Wochen, nehmen aber dann in dem Moment exponentiell zu in ihrer Biomasse, zu dem Zeitpunkt, wo also die seminalen Wurzeln dann abnehmen oder nicht mehr weiter wachsen. Das heißt also, seminale Wurzeln bilden das frühe Wurzelsystem, nodale Wurzeln das späte Wurzelsystem. So, wie wir jetzt schon vorher gesehen haben, können diese nodalen Wurzeln, die also später kommen, an der Stängelbasis entstehen, aber nicht nur vom Haupttrieb, sondern auch von Seitentrieben, wie sich dann praktisch hier in dem Bild auch zeigt. Und das haben wir uns mal genauer angeguckt in einer Kreuzung, die wir zusammen mit Strube Research gemacht haben, nämlich von einem Genotyp, der schwach bestockt, zum Beispiel so ein Einzelähren-Genotyp, und dann einem stark bestockenden Genotyp. Und hier haben wir also mehrere Kreuzungsnachkommen, die von links nach rechts auch in der Anzahl ihrer Bestockungstriebe zunehmen. Und das sieht man praktisch, das haben wir auch hier ausgezählt, also hier praktisch nur 1 bis 2 Bestockungstriebe bei dem Genotyp, aber hier um die 7 Bestockungstriebe bei diesen mittleren Genotypen hier. Und was man aber auch sieht, ist, dass da hier die Wurzellänge auch schon deutlich zunimmt, sodass es eigentlich so aussieht, wie wenn ein Genotyp mit vielen Bestockungstrieben auch tatsächlich längere oder höhere Wurzeltiefen erreicht. Aber ich muss dazu sagen, das haben wir nur in dieser Kreuzung gesehen und noch nicht in anderen Kreuzungen bestätigt. Das ist also ein Punkt, den wir noch weiter untersuchen. Aber was uns jetzt hier interessiert hat, wie groß ist denn die Anzahl der Nodalwurzeln, die an den einzelnen Seitentrieben sind? Und deshalb haben wir hier in der oberen Linie von diesen, in der oberen Reihe von diesen 6 Linien, haben wir den Haupttrieb und darunter jeweils die Seitentriebe mit ihren nodalen Wurzeln. Und was wir dann sehen, ist, dass also die nodalen Wurzeln noch bis hier zum 7. Haupttrieb gebildet werden. Es entstehen also ständig neue nodale Wurzeln mit. Das heißt also, die Nodalwurzelanzahl ist größer in einer stark bestockenden Pflanze und das korreliert sehr stark, wie wir zum Beispiel hier in dieser unteren rechten Abbildung sehen, also hier auch mit einem sehr guten auf einem sehr guten Wahrscheinlichkeitsniveau. Gut, also wir sehen große Unterschiede, genotypische Variationen in der Bildung von Bestockungstrieben und eben auch von Nodalwurzeln. Nodalwurzeln müssen wir also immer mitdenken in dem Fall. Wenn wir uns jetzt mal so 3 unterschiedliche Gerstengenotypen anschauen, die wir hier angezogen haben in so schmalen Wurzelkästen, das sind Wurzelbeobachtungskästen oder auch Rhizotrone, sodass, und wenn man diese Kästen eben geneigt wachsen lässt, dann wachsen die Wurzeln entlang von einer Plexiglasscheibe und man kann dann die Wurzeln sehr schön scannen oder fotografieren. Und dann sehen wir hier noch weitere
oder noch einen weiteren Unterschied in der Wurzelarchitektur, nämlich, dass sich Genotypen im Wurzelwinkel unterscheiden können. Und wir sehen hier bei dem Genotyp 1 einen relativ flachen Wurzelwinkel, hier bei Genotyp 3 einen deutlich steileren Wurzelwinkel. Und wir sehen auch, dass wenn dieser Wurzelwinkel steiler ist, dass dann die Wurzeltiefe auch etwas größer ist. So, warum sollte das Sinn machen, dass sich also Pflanzen in ihrem Wurzelwinkel unterscheiden? Das hat man herausgefunden anhand von Untersuchungen der unterschiedlichen Phosphateffizienz bei Sojabohnen. Und zwar sehen wir hier ein Bild von einem Kollegen aus den USA, also hier P-effiziente Sojalinien im Vergleich zu einer ineffizienten Linie auf einem Boden, wo das Phosphat sehr stark festgelegt war. Und da nochmal zur Erinnerung, das Phosphat finden wir ja meistens im Oberboden, weil es ja entsteht aus dem Abbau von organischer Substanz oder eben gedüngt wird. Und wenn es gedüngt wird, dann eben nicht in die Tiefe verlagert wird, weil Phosphat eben so leicht ausfällt. Wogegen der Stickstoff natürlich auch aus der organischen Substanz mineralisiert wird, aber dann nach Nitrifikation auch durchaus in tiefere Bodenschichten verlagert wird. So, und wenn man sich jetzt nochmal diese P-effizienten Sojabohnen-Genotypen veranschaulicht, in ihrem Wurzelsystem hat man gefunden, dass also die Phosphateffizienten eher ein flaches Wurzelsystem ausbilden, aber die Phosphatineffizienten sich eher durch ein tiefer liegendes Wurzelsystem oder ein tiefer reichendes Wurzelsystem auszeichnen. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Phosphor hier oben lokalisiert ist, ist es also ganz klar, dass hier also eine größere Wurzeloberfläche bei diesem Genotyp mehr Phosphat aufnehmen kann. Und das sieht man auch bei der P-Aufnahme in dem Spross, die bei diesen Genotypen deutlich größer ist als bei diesen Genotypen. Also flaches Wurzelsystem gut für P-Effizienz. So, generell ist es aber so, dass die Pflanzen sehr stark auf lokalisiertes Nährstoffangebot reagieren. Und das sehen wir auch hier bei einem Versuch, der schon sehr alt ist, von 1975, aber einen sehr starken Demonstrationswert eigentlich hat. Hier wurden einzelne seminale Wurzeln von Gerste einem platzierten Nährstoffangebot ausgesetzt, sodass zum Beispiel nur Phosphat hier in dieser mittleren Zone angeboten wurde, wogegen dann der obere Wurzelteil und der untere Wurzelteil unter Phosphatmangel gewachsen sind. Und dann sieht man, dass es hier unter diesem lokalen Phosphatangebot zu einer Verstärkung des Seitenwurzelwachstums kommt, also mehr und längere Seitenwurzeln als hier in der Kontrolle, wo also das Phosphat gleichmäßig in allen Wurzelzonen angeboten wurde. Wenn man das mit dem Nitrat macht, also lokales Nitratangebot, sieht es ähnlich aus. Auch mehr und längere Seitenwurzeln dort, wo das Nitratangebot zu finden ist. Beim Ammonium schon etwas anders, nämlich hier deutlich mehr Seitenwurzeln, aber diese Seitenwurzeln sind auch deutlich kürzer. Und interessanterweise ist das eine Beobachtung, die nicht für alle Nährstoffe gleichermaßen gilt. Wenn wir nämlich hier ein lokales Kaliumangebot machen und oben und unten ist kein Kalium, dann sehen wir nicht, dass die Seitenwurzeln hier stärker reagieren, also auch mit einem vergrößerten Wurzelwachstum, sondern da sieht es aus wie bei der Kontrolle. Das heißt also, die Pflanzen haben im Laufe ihrer Evolution sich nicht auf das lokale Angebot von jedem Nährstoff angepasst mit verstärktem Wurzelwachstum, sondern eben nur bei bestimmten, und besonders stark ausgeprägt ist es eben beim Phosphat, beim Nitrat und wie wir gesehen haben auch beim Ammonium. Und diese Unterschiede zwischen Ammonium und Nitrat, die kann man auch noch ein bisschen besser veranschaulichen, wenn man jetzt in einem Testsystem kleine Pflanzen wie zum Beispiel die Ackerschmalwand, also es sind Arabidopsis-Pflanzen, hier auf einer geteilten Ackerplatte wachsen lässt, wo wir die Hauptwurzel am linken Teil haben, die schwach mit Stickstoff versorgt wird, aber wir haben dann ein platziertes, ein lokalisiertes Angebot von Stickstoff auf der rechten Seite und da wird die erste Seitenwurzel reingeführt und dann sehen wir, dann reagiert die auf das Stickstoffangebot in Form von Nitrat mit einem deutlich verlängerten Wachstum der Seitenwurzel erster Ordnung und auch mit einer deutlichen Verlängerung der Seitenwurzeln
zweiten Grades. Machen wir jetzt den gleichen Versuch, aber mit lokalisiertem Angebot von Ammonium, dann sehen wir, dann fällt dieses Längenwachstum deutlich kürzer aus und diese Seitenwurzeln zweiten Grades sind auch deutlich verkürzt, aber wir sehen auch, dass es dann eine stärkere Verzweigung gibt, nämlich es entstehen jetzt Seitenwurzeln dritten Grades. Also kurzum, Ammonium erhöht die Verzweigung der Seitenwurzeln, Nitrat ist dagegen förderlich für die Verlängerung der Seitenwurzeln bei lokalem Angebot. Das sieht man aber selbst, wenn man zum Beispiel in diesem Fall Maispflanzen nur 4 Tage lang von einer Ammonium-Nitrat-Mischernährung entweder auf Nitrat überführt oder auf Ammonium, sehen wir bei Nitrat wieder die langen Seitenwurzeln und bei Ammonium sind die deutlich kürzer. Warum ist das von Relevanz, auch für den Praktiker? Nämlich dann, wenn Sie an lokales Ammoniumdepot denken, zum Beispiel die Ammoniumphosphat. Aber hier wurde es jedenfalls nur mit Ammonium gemacht, auch wieder in einem Wurzelschaukasten. Und hier wurde Pfeil hinzeigt, haben wir also das Ammoniumdüngemittel Korn stecken. Und wir sehen, wie sich jetzt hier Weizenwurzeln dem langsam annähern. Erst auf Abstand bleiben, weil Ammonium in der ersten Phase, solange es noch in Ammoniumform ist, eigentlich in hohen Konzentrationen toxisch ist. Das heißt, die Wurzel versucht es zu vermeiden, wächst aber dann mit der Zeit immer langsamer oder in die Richtung von dem Ammoniumdüngemittelkorn, weil eben das Ammonium nitrifiziert und die Ammoniumkonzentration dann nachlässt. Aber wichtig, worauf ich hier raus will, am mittleren Bild sieht man das sehr gut. Es kommt also auch hier in der Nähe vom Ammonium zu einer starken Verzweigung der Seitenwurzeln. Und später wird dann die Wachstumsrate hin zu dem Ammoniumdepot auch deutlich größer, als die Seitenwurzelwachstumsrate an Stellen ist, die also nicht mit Stickstoff versorgt sind oder wo wenig Stickstoff zu finden ist. So, und das wurde auch hier in der chinesischen Arbeit, wurde das auch mit einem Foto mal festgehalten. Hier hat man Ammonium zusammen mit Phosphat platziert gedüngt und hier hat man Nitrat zusammen mit dem Phosphat platziert gedüngt. Und man sieht, dass also bei Nitrat das nicht zu einer starken Wurzelbildung kommt, die war hier bei dem Ammonium deutlich stärker. Gut. So, soweit also zu der Wurzelarchitektur und ihre Beeinflussung durch lokales Nährstoffangebot. Aber es ist auch so, dass der Nährstoffzustand, der Ernährungszustand der Pflanze einen wichtigen Einfluss hat auf die Wurzelbildung. Und das sehen wir jetzt hier anhand von Bohnenpflanzen, die angezogen wurden entweder in voller Nährlösung, das ist hier die Kontrolle, oder unter Kaliummangel, unter Magnesium- oder Phosphatmangel. Und dann sieht man, dass also bei Kalium- und Magnesiummangel der Spross immerhin noch ordentlich wächst, läuft aber sehr stark in eine Chlorose. Wir haben hier diese klassische Blattrandnekrose bei dem oder Blattrandchlorose, die dann in eine, später in eine Nekrose übergeht, bei dem Kaliummangel und dann hier die Interkostalchlorose bei Magnesiummangel. Aber wir sehen, dass das stark auf Kosten des Wurzelwachstums geht. Also bei Kalium- und Magnesiummangel bleibt das Wurzelwachstum eingeschränkt. Dagegen bei Phosphatmangel leidet der Spross. Sprosswachstum ist gehemmt. Wir haben gestauchte Sprosse, aber dagegen ein deutlich stärkeres Wurzelwachstum. Und das hängt mit der Assimilatverteilung zusammen, also wie die Zucker aus der Photosynthese, ob die noch in die Wurzel transportiert werden können oder nicht. Und das wurde hier anhand von Zuckeranalysen auch bestätigt und wir sehen hier die prozentualen Anteile vom Zucker in der Kontrolle, 84% noch im Spross, 16% wurde in die Wurzel verlagert, aber bei Kalium- und bei Magnesiummangel kommt kaum was von dem Zucker aus dem Spross in der Wurzel an. Also hängt damit zusammen, dass eben Kalium und Magnesium wichtig sind für die Assimilatverlagerung über das Phloem, also über die Leitbahnen in die Wurzel. Dagegen bei Phosphatmangel umgekehrte Reaktion, wir haben also deutlich mehr Zucker in den Wurzeln, deshalb auch dieses starke Wurzelwachstum. Also der Ernährungszustand hat schon einen sehr großen Einfluss auf die Biomasseverteilung in der Pflanze.
Was wir dann auch sehen unter Nährstoffmangel, ist zum Beispiel eine verstärkte Bildung von Wurzelhaaren. Das ist hier gezeigt anhand von einem Vergleich zwischen einer Kontrollpflanze und Eisenmangel- oder Phosphatmangelpflanzen. Und da sieht man, unter Eisenmangel kommt es schon zu einer deutlich verstärkten Bildung der Wurzelhaare. Hier hat man die sogar ausgezählt. Wir steigern uns hier von 33 auf 45 Wurzelhaare pro Millimeter Wurzel. Und unter Phosphatmangel wird es sogar noch mehr, also bis zu 65 Wurzelhaare hat man hier pro Millimeter Wurzelsegment gezählt. Und diese Wurzelhaare sind auch noch deutlich länger. So, was uns jetzt insbesondere interessiert, ist, wie denn die Reaktion ist von den Wurzeln und den Seitenwurzeln auf Stickstoffmangel. Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir mit den Novellierungen der Düngemittelverordnung natürlich weniger Stickstoff düngen dürfen. Und das heißt also, dass also oft schon die Pflanzen in einen leichten Mangelbereich kommen. Und wie reagiert da die Wurzel? Also bei diesem leichten einsetzenden Stickstoffmangel reagiert sie zum einen mit einer erhöhten Anzahl von Seitenwurzeln und diese Seitenwurzeln sind zum anderen auch noch länger. Das heißt also, das ist letztendlich eine Reaktion der Pflanze, mit der sie versucht, das Bodenvolumen zu vergrößern, aus dem sie den Stickstoff dann schöpfen kann. So, diese Reaktion, die sieht man besonders gut, wenn man hier nochmal unsere Modellpflanze, diese Ackerschmalwand, mit der wir sehr viel arbeiten, weil sie eben molekular und genetisch so gut charakterisiert ist, wenn man die unter absinkendem Stickstoffangebot wachsen lässt, hier also die Kontrollpflanze links, dann sehen wir, dass es bei einem milden Stickstoffmangel zu einer Verlängerung der Seitenwurzeln und auch der Primärwurzel kommt. Und wenn dann der Stickstoffmangel noch stärker wird, dann geht das Wurzelwachstum wieder zurück. So, und diese erste Reaktion auf diesen milden Stickstoffmangel, die hat uns insbesondere interessiert und wir wollten gern wissen, was da genetisch dahinter steckt. Deshalb haben wir, und das zeige ich Ihnen als Beispiel, wie bei uns die Forschung funktioniert, haben wir dann 200 unterschiedliche Linien, also Genotypen von Arabidopsis, vorgezogen und dann umgesetzt, entweder auf ein gutes Stickstoffangebot oder auf ein geringes Stickstoffangebot, sodass die Pflanzen also unter Stickstoffmangel leiden. Und hier zeige ich Ihnen mal ausschnittweise das Wurzelsystem von unterschiedlichen Linien, hier bei hohem und bei niedrigem Stickstoffangebot. Und das sieht man hier ganz links, eine sehr schwache Reaktion von diesem Genotyp auf den Stickstoffmangel. Aber auf der rechten Seite sehen wir, dass diese Genotypen sehr stark auf den Stickstoffmangel reagieren, nämlich mit einer Verlängerung der Primärwurzel und einer Verlängerung der Seitenwurzel. Also, es gibt große genotypische Unterschiede und die gilt es natürlich zu finden, weil wir wollen natürlich jetzt in Zukunft solche Genotypen aufs Feld bringen, die eben bei suboptimaler Stickstoffernährung auch noch den Stickstoff in weiter entfernten Bodenschichten finden. So, und dazu gibt es dann ein Verfahren, wenn man solche unterschiedlichen Genotypen hat, die eben unterschiedliche Phänotypen zeigen, also Wurzellänge zeigen, dann kann man diese Merkmale mit genetischen Markern assoziieren, also in Verbindung bringen und kann dann die Gene kartieren, die dafür verantwortlich sind, also zum Beispiel für das längere Wurzelwachstum. Und man kann das dann darstellen in so einem Manhattan-Plot, der dann hier zeigt, welche Marker besonders stark reagieren auf dieses Merkmal Wurzellänge unter Stickstoffmangel. Und das haben wir gemacht und dann letztendlich Varianten gefunden, Genvarianten gefunden, die wir dann getestet haben mit Hilfe von Genübertragungen, also genetischer Manipulation in dieser Ackerschmalwand. Und dazu kurz zwei Beispiele. Hier haben wir also einen Wildtyp und eine Mutante, die also das Gen gar nicht mehr trägt. Und dann haben wir hier eine Genvariante 1 und eine Genvariante 2. Und diese Genvarianten führen zu keinem besonderen Unterschied, wenn die Pflanzen gut mit Stickstoff versorgt sind. Wenn aber die Pflanzen schwach mit Stickstoff versorgt sind, also in den milden Mangel kommen, sehen wir hier die Verlängerung der Seitenwurzeln und der Primärwurzeln. Aber bei dieser Genvariante 2 sehen wir, dass die Seitenwurzeln nochmal 15, fast 20% länger sind als bei der Genvariante 1.
Und das haben wir nicht nur für dieses eine Gen, das sich BSK3 nennt, gefunden, sondern auch noch für ein anderes Gen, das nennt sich JUK8. Und auch bei diesem Gen sehen wir nur, und, oder Genvarianten sehen wir nur unter Stickstoffmangel, dass also hier die Verlängerung der Seitenwurzeln deutlich länger ist, wenn wir diese Genvariante 2 haben. Und ich möchte es nicht zu kompliziert machen, aber Ihnen nur noch sagen, diese Gene spielen eine besondere Rolle in der Synthese und der Weiterleitung von hormonellen Signalen. Diese Hormone heißen Brassinosteroide und Auxine. Die werden beide gebraucht, damit die Pflanze unter Stickstoffmangel diese Verlängerung der Wurzeln machen kann. Und mit diesen beiden Genen haben wir natürlich jetzt auch Marker in der Hand, wo wir versuchen, dies jetzt auf Kulturpflanzen diese Kenntnis zumindest auf Kulturpflanzen zu übertragen. Und das Interessante aber an diesen Genvarianten ist, dass wir also hier nur eine Veränderung von einer Base, das heißt also einem Buchstaben haben, unter Milliarden von Buchstaben, die wir im genetischen Code der Pflanze auffinden. Und hier bei diesem JUK8 sind es 2 Basen, also das entspricht 2 Buchstaben in der DNA. Und nur wenn man diese 2 Buchstaben verändert, kann man also, die bekommt man schon deutlich längere Wurzeln. Und wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Genbank am IPK in Gattersleben versucht, solche Genvarianten auch in Gerste zu finden. Aber interessanterweise findet man dort nicht die gleiche Genvariante, sondern zum Beispiel für dieses BSK3-Gen nur die schwache Variante. Das heißt, jetzt hier kommen wir mit der Züchtung und Kreuzung nicht weiter. Hier braucht man ein anderes Instrument und dieses Instrument ist die Gen- oder Genomeditierung. Das heißt, man kann jetzt mit einem chirurgischen Eingriff in die DNA, also ganz gezielt, nur 1, 2 Buchstaben verändern und wir hoffen dann damit auch längere Seitenwurzeln unter Stickstoffmangel in Gerste zu bekommen. Gut, und damit möchte ich Ihnen zumindest mit 1 oder 2 Folien auch noch zeigen, was wir hier am IPK eigentlich machen. Also das Leibniz-Institut hier in Gattersleben beherbergt die größte Genbank in der EU mit Samen von mehr als 3000 Kulturpflanzenarten und eine Anzahl von mehr als 150.000 Linien definierter geografischer Herkunft. Und wir haben dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Gerste und auf Weizen. Und wir versuchen jetzt diese Samen, die wir hier beherbergen, nicht nur immer weiter zu erhalten. Das heißt also, die werden alle 15 bis 20 Jahre frisch angebaut und dann natürlich ordentlich gelagert unter Trockenheit und bei minus 18 Grad. Sondern wir versuchen jetzt auch über die genetischen Marker die genetische Konstitution dieser Linien zu charakterisieren und stellen jetzt diese Markerdaten, aber auch phänotypische Daten wie zum Beispiel Blühzeitpunkt mit ins Netz, die sind dann über so ein Webportal zugänglich, sodass wir also jetzt hier eine digitalisierte Genbank haben, die eine Art Ressourcenzentrum für die genetische Diversität von Kulturpflanzen darstellt. Und wie gesagt, versuchen wir jetzt mehr und mehr diese Gersten- und Weizenlinien auch zu sequenzieren und entwickeln dabei natürlich auch neue Züchtungstechnologien beziehungsweise machen die Genomsequenzen für die Züchtung nutzbar und versuchen natürlich dann die genetische Konstitution mit agronomisch wichtigen Merkmalen zu verbinden. Und das nennt man Phänotypisierung. Also wenn man die Gestalt und die physiologische Leistung von Pflanzen quantitativ erfasst. Und dazu habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht, den ich Ihnen auch gern zeigen würde. Der spielt sich dann ja, so ab. So, hier sehen wir also das IPK, das ist unser Gelände. Wir haben hier ungefähr 10 Hektar Gelände und 90 Hektar für Feldversuche. Und das hier ist die Pflanzenkulturhalle, die neu errichtet wurde. Und die ist eigentlich einmalig weltweit. Diese Pflanzenkulturhalle beherbergt 2 Kabinen. In diesen Kabinen findet diese Pflanzenphänotypisierung statt. Und zwar zum einen hier gerichtet auf die Wurzel.
Und Sie sehen, dass sich hier solche mobilen Türme zwischen Reihen bewegen. In diesen Reihen sehen wir dann die, die Rhizotrone. Das sind also Wurzelschaukästen, in denen die Pflanzen angezogen werden. Und diese Wurzelschaukästen, die werden dann in diese Türme eingefahren, alles automatisch. Und dort werden sie dann gescannt bzw. fotografiert. So bekommt man dann letztendlich ein Abbild von den Wurzeln, so wie sie sich an der Plexiglasscheibe entwickelt haben. Und in der zweiten Kabine haben wir eine Anzucht von Pflanzen in Containern. Und hier ist das Prinzip, dass der Sensor zur Pflanze kommt. Das heißt also, hier oben sind auf so einem Phenocrane die Pflanzen, die Kameras installiert, und die nehmen dann die Pflanzen auf. Und hier haben wir einen Vergleich von den Pflanzen, wie sie auf dem Feld wachsen, und hier, wie sie im Container wachsen. Und wir können damit in dieser Pflanzenkulturhalle auch genau die Umweltbedingungen simulieren, die es eben draußen gibt. Und Sie können sich vorstellen, dass das wichtig ist, ein wichtiges Werkzeug für die Zukunft. Denn wenn wir es jetzt immer mehr mit klimatischen Veränderungen zu tun haben, ist es wichtig, dass man solche klimatischen Veränderungen eben auch simulieren kann, um zu sehen, wie sich die einzelnen Genotypen da verhalten und wie die reagieren auf diese veränderten klimatischen Bedingungen. So, und in diesen Containern, man sieht jetzt hier, wie die gerade so aufgeschnitten werden, haben wir hochkontrollierte Wachstumsbedingungen im Boden. Das heißt, Bodenfeuchte wird über Sensoren gemessen und kontrolliert. Die Bodentemperatur wird auch kontrolliert. Und es sind dann noch in vertikaler Richtung Röhren eingeführt, wo Kamerasysteme eingeführt werden, sodass man auch das Wurzelwachstum beobachten kann. Gut. Soweit also zu dem zu der Phänotypisierung. So, wie bringen wir aber jetzt diese Wurzelforschung auch aufs Feld? Und dazu haben wir zumindest in meiner Arbeitsgruppe noch eine Methode weiterentwickelt bzw. etwas verschärft, nämlich indem wir einen Bohrstock hier montiert an einen Traktor zur Hilfe nehmen, und dieser Bohrstock erlaubt es uns, ein Bodenprofil von einer Länge von ungefähr einem Meter zu gewinnen. Dieser Bohrstockinhalt ist dann hier in dieser Tüte eingewickelt oder eingepackt. Und wenn wir die dann querlegen und wie so eine Salami in Scheiben schneiden, dann können wir aus jeder Scheibe die DNA extrahieren. Und wir haben parallel dazu eine Methode entwickelt, wie wir also diese DNA spezifisch von einzelnen Pflanzenarten wiedererkennen können und so bestimmen können, dass es uns erlaubt, die Frischmasse der Wurzel in diesem Bodensegment zu quantifizieren. So, das Resultat ist dann praktisch so eine Art von Abbildung, die wir jetzt, wir haben das hier gemacht anhand von vier Zwischenkulturen, Zwischenfruchtarten, nämlich dem Senf, Phacelia, Rauhafer und Alexandrinerklee. Wir sehen jetzt hier in dieser Abbildung oben die Sprossbiomasse und unten die Wurzelbiomasse, aber die Wurzelbiomasse ist jetzt aufgeteilt auf einzelne Bodenschichten. Und dann sehen wir also, wie viel Wurzelbiomasse wir hier bis in eine Tiefe von mehr als 70 Zentimeter finden. Und dann sehen wir zum Beispiel auch, dass der Rauhafer hier besonders im Oberboden viel Biomasse gebildet hat, wogegen die Phacelia eigentlich am meisten Biomasse hier im mittleren Bodentiefebereich gebildet hat. Und der Alexandrinerklee deutlich weniger tief reichend Biomasse und überhaupt weniger Biomasse gebildet hat. Wir hatten hier dann noch eine Mischkultur, wo also alle vier Zwischenfruchtarten anteilsmäßig mit vertreten waren. Und da sehen wir, dass die Gesamtwurzelbiomasse auch etwas angestiegen ist. Das heißt also, die Zwischenfrüchte unterscheiden sich sehr deutlich in ihrer Wurzelbiomassebildung, aber eben auch
bezüglich der Profiltiefe, wo diese Biomasse gebildet wird. So, hat das jetzt Auswirkungen auf die Nährstoffaufnahme? Das haben wir auch untersucht mit Kollegen aus der Bodenkunde in Hannover, die dann den Nitrat- und den Phosphatpool bestimmt haben in zumindest mal drei unterschiedlichen Bodentiefen. Und dann sehen wir, dass es beim Senf, der also die untere Bodenschicht auch erreicht, dass es da auch zu einer deutlichen Verarmung kommt des Stickstoffpools. Beim Phosphat hat sich nicht so viel getan, bei Facelia auch zu einer deutlichen Verarmung des Stickstoffpools, beim Rauhafer auch noch, aber beim Alexandrinerklee nicht mehr, der also mit seiner Wurzeltiefe diese unteren Bodenschichten auch nicht erreicht. So, insofern könnte man, also sehen wir schon, dass also diese Aufnahmeeffizienz von Stickstoff aus unteren Bodentiefen auch mit der Wurzelbiomasse zusammenhängt, die in unteren Bodentiefen gebildet wird. Und da unterscheiden sich eben Zwischenfruchtarten deutlich. So, die Frage ist dann, welchen Einfluss haben dann hat diese Wurzelmorphologie oder überhaupt die Bedeutung der Wurzel auch für den Stickstofftransfer, den Übertrag auf die Folgefrucht? Und auch das haben wir bestimmt, dass hier oben wieder die Menge an Stickstoff, die im Spross fixiert wurde, und hier unten sehen wir die Menge an Stickstoff, die fixiert wurde in der Wurzelbiomasse. Und das haben wir an drei unterschiedlichen Standorten oder in drei unterschiedlichen Umwelten angeschaut. Und dann sehen wir, dass zum Beispiel hier in diesem Jahr, das war Asendorf in 2015, waren es ungefähr 60 Kilogramm N, die der Senf, Facelia und Rauhafer übertragen haben mit ihrer Sprossbiomasse. Wogegen die Wurzelbiomasse dann hier beim Senf nochmal 45 Kilo ausgemacht hat, bei der Facelia 200 und beim Rauhafer nochmal 100. Also sogar deutlich die Menge des Stickstoffübertrags vom Spross übertroffen hat. Das muss aber nicht immer so sein. Wir hatten hier in Asendorf 2016 nährstoffreiche Verhältnisse, aber es war ein trockenes Jahr, wenig Wurzelbildung. Das heißt, da war der Stickstoffübertrag durch den Spross deutlich größer. Aber hier Triesdorf 2016, das war ein trockenes Jahr unter nährstoffärmeren Verhältnissen, sehen wir sehr geringen Stickstoffübertrag über den Spross, nur so im besten Fall um die 20 Kilogramm, aber über die Wurzel deutlich mehr, hier um die 50 bis 60. Und auch hier wieder die besten Ergebnisse mit der Zwischenfruchtmischung. So, das heißt also, der N-Übertrag auf die Folgefrucht durch die Wurzeln kann größer sein als der durch die oberirdische Biomasse. Und die Mischkultur war eigentlich bei uns immer mindestens gleich gut oder besser als die Reinsaaten. So, wir haben dann in der Folge dann auch noch angeschaut, wie entwickelt sich jetzt die Folgefrucht auf diese Zwischenfrüchte, die wir hier gesehen haben. Und die Folgefrucht war bei uns der Mais. Wir haben also dann vom Mais nicht nur Ertrag bestimmt, sondern waren vor allen Dingen interessiert zu sehen, wie das Wurzelwachstum vom Mais auf diese Zwischenfrüchte reagiert. Und das sehen wir hier anhand wieder der Wurzelfrischmasse in unterschiedlichen Bodenschichten vom Mais nach Senf, nach Facelia, nach Rauhafer oder nach dem Alexandrinerklee. Und was da erstaunlich ist, ist also beim Senf sehen wir eher, dass das Wurzelwachstum etwas gehemmt war, also nicht so tief ging, wie zum Beispiel bei Brache, nach Brache. Aber im Gegenteil, beim Alexandrinerklee ging das Wurzelwachstum vom Mais deutlich tiefer. Und dieser Effekt lässt sich ja jetzt nicht dadurch erklären, dass die Zwischenfruchtwurzeln, dass die sozusagen physikalisch den Boden gut vorbereitet hätten, sondern es muss so sein, dass es also ein nicht physikalischer Effekt ist, sondern eher dann also ein chemischer oder biologischer Effekt. Und da sowas muss natürlich jetzt weiter untersucht werden. Aber wir sehen hier also eine deutliche förderliche Wirkung vom Klee auf die Wurzelbildung beim Mais. Und damit komme ich jetzt noch zu einem letzten Kapitel, das ich mit Ihnen besprechen möchte, nämlich die physiologischen Leistungen der Wurzeln.
Die Wurzeln sind, muss man sich vorstellen, als kleine biochemische Kraftwerke, die also den Standort, die Standortseigenschaften zumindest im wurzelbeeinflussten Boden verändern können. Und dazu ein Beispiel von Gurkenpflanzen, die in Nährlösung angezogen wurden, hier unter guter Eisenversorgung oder schlechter Eisenversorgung und dann überschichtet wurden in einen Agar, also sowas ähnliches wie Tortenguss, wo man einen pH-Indikator dazugegeben hat und der pH-Indikator wird gelb, wenn der pH-Wert absinkt. Und das sehen wir hier, dass also die Eisenmangelpflanzen, dass die deutlich den pH in der Rhizosphäre erniedrigen. Also wir haben mehr Protonen in der Rhizosphäre. So, sowas kennt sie vielleicht auch, wenn man hier zum Beispiel Weizenpflanzen unterschiedliche Stickstoffformen anbietet. Hier Stickstoff in Form von Nitrat, hier auf der rechten Seite Stickstoff in Form von Ammonium. Dann wieder den Boden überschichtet mit diesem pH-Indikator, sehen wir eine lila Färbung bei Nitrat. Das heißt, der pH-Wert ist angestiegen in der Wurzelnähe, aber bei Ammonium eine deutliche Versauerung. Wir sprechen hier von einer physiologischen Versauerung der Rhizosphäre. Und diese physiologische Versauerung, das sehen Sie, die reicht auch ein paar Millimeter in den Boden hinein. Also das ist die Ausdehnung, die räumliche Ausdehnung der Rhizosphäre. Und in dieser Rhizosphäre bekommen wir dann durch diesen abgesenkten pH-Wert auch eine erhöhte Mobilisierung von schwer löslichen Nährstoffen wie zum Beispiel Phosphat, Eisen, Zink und Mangan. So, aber die Pflanze kann nicht nur den pH-Wert verändern in der Rhizosphäre, sondern sie kann auch chemische Reaktionen ausführen. Und das ist gezeigt auch wieder anhand von Eisenmangelpflanzen, wo wir hier die Fähigkeit zur Reduktion von dreiwertigem Eisen in zweiwertiges Eisen farblich nachgewiesen haben. Und dieses zweiwertige Eisen, das kann man mit Hilfe von einem Komplexbildner dann komplexieren und dann wird es rot. Und das ist hier gezeigt, also diese Eisenmangelpflanzen, die können auch wieder in ihrer Rhizosphäre, man sieht, das ist also hauptsächlich hier in der Nähe der Wurzelspitzen, können die dreiwertiges Eisen zu zweiwertigem Eisen reduzieren. Das heißt also, auch chemische Prozesse finden in der Rhizosphäre statt. Und es geht noch einen Schritt weiter, denn diese Prozesse, die ich jetzt gerade gezeigt habe, spielen alle direkt an der Wurzeloberfläche eine Rolle. Aber die Pflanze gibt auch Wurzelabscheidungen, Wurzelexudate ab. Und diese Wurzelabscheidungen, die können zum Beispiel fluoreszierend sein, wie man an diesem Beispiel sieht. Nämlich hier haben wir Wildtyppflanzen, die unter Eisenmangel gewachsen sind und die haben wir dann einfach nur mit UV-Licht bestrahlt und dann sieht man, dass die Wurzeln anfangen zu fluoreszieren. Und hier ist eine Mutante, die also eine bestimmte Wurzelabscheidung nicht mehr bilden kann, da ist das dann nicht der Fall. Aber wenn man jetzt diese fluoreszierenden Wurzeln wegnimmt aus diesem Agarmedium, worauf die gewachsen sind, dann sieht man, dass ein Teil der Fluoreszenz im Medium zurückbleibt. Das zeigt also deutlich, dass also die Pflanzen hier fluoreszierende Verbindungen abgegeben haben. Und vor ein paar Jahren gelang es uns auch, diese fluoreszierenden Verbindungen zu identifizieren. Es handelt sich hier um sogenannte Kumarine. Und diese Kumarine, die werden von Wurzeln, von zweikeimblättrigen Pflanzen abgegeben. Und zwar dann, sobald die Eisenmangel verspüren. Und das ist schon relativ, das setzt schon relativ früh ein. Das heißt also bei Boden-pH-Werten von 6, 6,5 Richtung 7, da finden diese Prozesse schon statt. Also es werden Kumarine über die Wurzeln abgegeben und diese Kumarine sind in der Lage, Eisen zu reduzieren und gleichzeitig zu binden in einem Komplex und die bringen dann den ganzen Komplex wieder zurück zur Wurzel und dort wird dann das Eisen aus diesem Komplex aufgenommen. Gut, diese Wurzelabscheidungen, die können aber auch wichtig sein für die Stickstoffernährung der Pflanze. Und das konnten wir jetzt in der Zusammenarbeit mit Kollegen von der Universität Bonn zeigen, die auch hier diese Studien hauptsächlich durchgeführt haben.
Und die haben unterschiedliche Maismutanten angeschaut und dabei eine Maismutante identifiziert, die besonders sensitiv war gegenüber Stickstoffmangel, das heißt also sehr stark mit Chlorose auf schon eine geringe Absenkung des Stickstoffangebots reagiert hat. Und diese Mutante, interessanterweise, die ist bekannt dafür, dass sie keine Flavone mehr bilden kann. Und diese Flavone sind eine bestimmte Gruppe von Sekundärmetaboliten, von denen eben Pflanzen sehr viele bilden. So, und die haben dann einen interessanten Versuch gemacht, nämlich die haben dann die Rhizosphären, also den wurzelbeeinflussten Boden zwischen dem Wildtyp und zwischen der Mutante getauscht. Und wenn man das also macht, das heißt also, die Mutante auf ihrem eigenen Boden wachsen lässt, das ist sozusagen ein ungetauschter Boden, dann sieht man hier wieder diesen Stickstoffmangel, hier in dem mittleren Beispiel. Aber wenn man die Mutante auf einen Boden von einer Wildtyppflanze überführt, die diese Flavone bilden kann, dann geht der Stickstoffmangel zurück. Das heißt, der Stickstoffmangel kann behoben werden. So, und um zu zeigen, dass das mit einer Beeinflussung der Bodenmikroorganismen zusammenhängt, wurden dann Bodenmikroorganismen genetisch identifiziert, also sequenziert, die DNA sequenziert. Und dann hat man hier unterschiedliche Bakterienfamilien identifiziert. Und hier oben das Tortendiagramm zeigt nur, dass die Zusammensetzung jetzt dieser Bodenmikroorganismen deutlich unterschiedlich ist. Hier jede Farbe steht hier für eine andere Bodenmikroorganismenfamilie. Und dann sehen wir hier zum Beispiel beim Wildtyp viel von dem Blau. Und das hat deutlich abgenommen bei dieser Mutante, die also diese Flavone nicht mehr bildet und auch nicht mehr über die Wurzeln in den Boden abgibt. So, und letztendlich die Auflösung oder das momentane Modell von diesem Mechanismus ist, dass also Maispflanzen, wenn sie denn Flavone bilden können, diese Flavone über die Wurzeln abgeben und diese Flavone dann in dem wurzelbeeinflussten Boden einen starken Einfluss haben auf die Zusammensetzung der Bodenmikroorganismen und wie in diesem Fall gezeigt, eine besondere Familie fördern, nämlich die Oxalobacteriaceen. Und diese Oxalobacteriaceen, die sind dann in der Lage, wiederum eigene Substanzen zu bilden. Das sind hormonähnliche Substanzen, die dann zu einem verstärkten Wurzelwachstum führen und damit auch die Stickstoffaufnahme der Pflanze verbessern. Also das soll nochmal zeigen, wie wichtig es ist, dass wir die physiologischen Prozesse an der Wurzel immer mitdenken, wenn wir eben die Pflanzen einem nicht üppigen Nährstoffangebot aussetzen. So, und als letztes möchte ich Ihnen jetzt nochmal ein Beispiel dafür zeigen, dass es eben wichtig ist, dass wir die Pflanzen nicht nur sozusagen mit ihrer Mikroorganismenwelt denken, sondern eben auch mit anderen Pflanzen zusammen. Denn so sind sie ja auch im Laufe der Evolution entstanden. Daher komme ich jetzt auf Mischkulturanbau. Hier nur eine Studie aus China, die aber über mehrere Jahre ging, hier 15 Jahre. Und zwar, wo man Mais angebaut hat, entweder in Reinkultur, das ist hier die rote Linie, oder in Mischkultur, das ist hier die blaue Linie. Und dann hier immer wieder den mittleren Kornertrag gemessen hat. Und die Mischkultur war hier entweder mit Bohne oder mit Raps oder mit Kichererbse. Und was wir hier jedenfalls im Trend sehen, die Abweichungen sind ja ziemlich groß, aber der Trend ist trotzdem deutlich, nämlich, dass die Ertragsentwicklung beim Mais deutlich besser war, wenn der Mais in Mischkultur gewachsen ist. Und natürlich werden Sie jetzt sagen, naja, Mischkultur ist schwierig auf dem Feld zu realisieren, Erntetechnik und so weiter, bin ich mir natürlich vollends bewusst. Aber zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir eben die Bodenlebewesen mitdenken und die werden eben in einer Mischkultur deutlich artenreicher und auch vielfältiger. Und das kommt letztendlich auch unserer hauptsächlichen Zielpflanze oder Kulturpflanze zugute. Und das ist eben ein Effekt, der mit der Zeit auch zunimmt.
So, zusammenfassend möchte ich also nochmal sagen, Genotypen und Sorten unterscheiden sich in vielen wichtigen Wurzelmerkmalen. Die Wurzelarchitektur reagiert stark auf den Ernährungszustand der Pflanze und auf die Art und Menge der Düngung. Wir haben gesehen, bei leichtem Stickstoffmangel werden die Wurzeln länger. Bei lokalem Ammoniumangebot bekommen wir viele Seitenwurzeln, aber die sind relativ kurz. Bei lokalem Nitratangebot oder Phosphatangebot bekommen wir längere Wurzeln. Dann haben wir gesehen, dass eine Kombination von Zwischenfruchtarten mit unterschiedlichen Wurzeleigenschaften, dass die letztendlich auch die Stickstoffaufnahme und den Stickstofftransfer auf die Folgefrucht erhöhen können. Und wir haben gesehen, dass bestimmte Wurzelabscheidungen die Zusammensetzung von Bodenmikroorganismen verbessern, also das Mikrobiom im Boden verbessern und dadurch letztendlich auch das Pflanzenwachstum fördern können. Also hierauf beruht dann auch der positive Effekt von Zwischenfrüchten oder eben von Mischkulturen. Und letztendlich, Genotypen und Sorten unterscheiden sich in vielen wichtigen Wurzelmerkmalen. Das heißt, die züchterische Verbesserung von Wurzelmerkmalen sollte zunehmend in den Mittelpunkt auch geraten. Und diese züchterische Verbesserung kann stark von molekularen Züchtungsmethoden profitieren, wie zum Beispiel von der Geneditierung. Also das ist dieses Verfahren der Genschere, von dem man eben in letzter Zeit viel gehört hat und für das übrigens letztes Jahr den Nobelpreis gab. Gut, und als letztes möchte ich nur noch kurz in der Danksagung natürlich einen Dank an meine Gruppe richten, die mich immer sehr stark in diesen Forschungsarbeiten nicht nur unterstützt, sondern diese letztendlich durchführt. Und natürlich auch die Förderung erwähnen. Wir kriegen also Fördergelder für die Forschung aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, auch aus dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ich hatte hier ein Beispiel gezeigt von einer Kooperation mit den Züchtern bei Strube Research. Wir bekommen natürlich unsere hauptsächliche Förderung von der Leibniz-Gemeinschaft und dann auch immer wieder für einzelne Projekte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Gut, damit wäre ich eigentlich mit meinem Vortrag am Ende und hoffe, dass sich Ihr Interesse für diese unbekannte Hälfte des Pflanzenwachstums im Boden, nämlich für die Wurzeln, auch etwas wecken und stärken konnte. Herr Dr. von Viren, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich denke, es ist ganz klar rausgekommen, dass der Blick unter die Erde sozusagen, also unter die Oberfläche interessant ist. Passt auch so ein bisschen zu unserem aktuellen Thema hier im Hause, zum Thema Wurzeln, sich auf der einen Seite auf die Wurzeln besinnen, auf der anderen Seite natürlich auch sich anzuschauen, wo kommen Leistungspotenziale für die Pflanze her, wo stecken vielleicht auch Reserven, um da weiterzukommen. An der Stelle nochmal vielen Dank. Wir haben auch natürlich ein paar Fragen bekommen aus dem Chat an Sie. Von dem her freue ich mich, dass Sie jetzt live zu uns hier ins Studio geschalten sind, damit wir das noch durchgehen können und final klären können. Genau. So, die erste Frage geht zu dem Thema Gerste. Sie haben gezeigt, dass eine sehr stark bestockte Gerstenpflanze mehr Nodalwurzeln bildet. Und da war natürlich die Frage, die aufgekommen ist, ist dadurch auch die Wasser- und Nährstoffaufnahme verbessert? Ja, also im Prinzip schon. Zumindest wenn man jetzt den Oberboden betrachtet. Weil die neuen Nodalwurzeln, die starten dann meistens mit einem etwas flachen Wurzelwinkel und breiten sich somit stärker im Oberboden aus. Das heißt also, wenn dort Wasser- und Nährstoffangebot hoch ist, dann tragen die auch deutlich mehr zur Wasser- und Nährstoffaufnahme bei. Einfach deshalb, weil sie ein neues, größeres Bodenvolumen erschließen. Nur die ersten Nodalwurzeln, die schaffen es eigentlich dann auch in der Tiefe, die seminalen, also die zuerst gebildeten Wurzeln zu überrunden. Aber die später gebildeten Nodalwurzeln, die schaffen das natürlich nicht mehr. Genau. Wenn Sie von flach sprechen, was strebt man da oder was ist für ein Bereich da definiert? Sind es die ersten 5, die ersten 10 Zentimeter? Ja, also ich dachte jetzt schon an die ersten 20 bis 30 Zentimeter. Okay.
Ja, noch eine zweite Frage zur Wurzelreaktion. Bei einem stark überhöhten Phosphorangebot, gibt es dort eine Wurzelreaktion? Wenn ja, welche? Also generell ist es so, dass wenn das Phosphatangebot über den Bedarf übersteigt, dann geht das Wurzelwachstum zurück. Also Seitenwurzeln wie auch die Primärwurzeln. Aber wenn das Phosphatangebot suboptimal ist, dann reagiert die Pflanze ähnlich wie beim Stickstoffmangel, nämlich mit einem verlängerten, vor allem Seitenwurzelwachstum. Das ist dann besonders stark ausgeprägt, wenn das Phosphatangebot lokal ist, wie zum Beispiel, wenn es so ein DAP-Band gibt oder so. Dann sind auch die Wurzeln, die dieses Band erreichen, die haben in der Regel auch eine etwas längere Lebensdauer. Sie haben ja in Ihrem Vortrag auf das Thema Züchtung hingearbeitet und was man für Chancen auch hier sieht in der Züchtung. Jetzt stehen wir unmittelbar davor, eine neue Regierung in Deutschland zu bekommen. Denken Sie, dass man mit Züchtungsmethoden, CRISPR-Cas zum Beispiel ist hier ein Stichwort, da wieder eine neue Diskussion beginnen kann? Oder wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, genau das hoffe ich natürlich. Also es ist ja so, dass der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil die CRISPR-Cas, also über Editierung veränderten Pflanzen, dass man die als genomisch oder genetisch modifizierte Organismen einstufen muss. Und damit ist ihr Anbau nicht möglich in der EU und vor allen Dingen auch in Deutschland. Der Gesetzgeber hat allerdings mit diesem Urteil auch einen Auftrag an die nationalen Gesetzgeber gegeben, nämlich dieses Gesetz nochmal zu überarbeiten in den einzelnen Ländern. Dazu haben sich die Parteien vor der Wahl auch positioniert. Also zum Beispiel CDU, FDP waren deutlich dafür. Bei der SPD, die waren dagegen. Also da stand drin, dass sie dem Vorsorgeprinzip folgen. Und bei den Grünen, da hab ich das zumindest so wahrgenommen, dass es einen Umdenkungsprozess gibt. Also eher die ältere Generation der Grünen dagegen, die junge Generation dagegen sehr aufgeschlossen. Also das war zumindest meine Wahrnehmung. Aber wichtig ist ja auch, was die Wissenschaft dazu gesagt hat. Und die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, hat da eine ganz klare Stellungnahme abgegeben und gesagt, dass diese genomeditierten Pflanzen, dass die nicht gefährlicher sind und dass wir dadurch kein höheres Risiko durch deren Anbau erleben als durch konventionell gezüchtete Pflanzen. Und da an diesem Urteil oder an dieser Einschätzung sollte man sich eigentlich orientieren. Also deshalb hoffe ich sehr, dass das jetzt von der neuen Regierung nochmal neu überarbeitet und angefasst wird. Um auch bei Züchtungsverfahren dann dementsprechend zeitliche Abstände verkürzen zu können. Genau, ganz genau, darum geht's. Ja. Ich habe noch eine Frage bekommen aus dem Chat, und zwar haben Sie aufgezeigt, dass unterschiedliche Gerstenpflanzen, also unterschiedliche Genotypen bei Stickstoffmangel ein unterschiedlich starkes Wurzelsystem ausbilden. Die einen eher schwaches, aber da waren auch welche dabei, die ein sehr starkes ausgebildet haben. Sie haben dann im Verlauf auch nochmal gezeigt, dass das Gen, das dafür verantwortlich ist, isoliert wurde und man im Prinzip jetzt die Chance hätte, so eine Information zu nutzen. Wie lange ist da theoretisch der Weg, um das in die Praxis zu bringen? Also wenn man das konventionell macht, dann höre ich von den Züchtern in der Regel so Zeitspannen von 10 Jahren. Und konventionell würde erstmal heißen, dass man auch die richtigen Genotypen gefunden hat, die man kreuzen muss. Das heißt also, man braucht kontrastierende Genotypen, zumindest in dieser einen Veränderungen in zum Beispiel diesem Gen BSK3, was ich da als Beispiel gezeigt hatte. Das ist zum Beispiel jetzt bei der Gerste nicht der Fall. Da haben wir bisher in unseren Sequenzen noch nicht diese Modifikation gefunden. Drum bleibt jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel nur die Genomeditierung. Aber wenn man es durch Züchtung machen würde, also zum Beispiel bei dem anderen Beispiel, das ich gezeigt habe, da gibt es in der Regel oder da gibt es auch unterschiedliche Allele, dann ist das Wichtigste, dass man eben die Marker hat und dann in den Nachkommen immer wieder verfolgt, in welcher Pflanze bzw. in welcher Linie aus dem Nachkommen dann die förderliche Genvariante vorhanden ist, um die dann letztendlich in die Elite-Linie reinzubringen. Also konventionell Bereich mindestens 10 Jahre, über Modifikation, über Genomeditierung 2 bis 3 Jahre. Mhm.
Das zeigt ja hier nochmal den enormen Fortschritt, den wir dadurch erreichen könnten oder die enorme Geschwindigkeit, die wir erreichen könnten. Ja. Herr Dr. von Viren, wir sind an der Stelle leider schon zeitlich am Ende unserer Diskussionsrunde angekommen. Sie sehen, die Fragen sind zahlreich gewesen. Deswegen denke ich auch, das Thema war für unsere Zuschauer und Zuhörer sehr, sehr interessant. Haben wir, denke ich, ins Schwarze getroffen. Vielen Dank an der Stelle nochmal für die Bereitschaft teilzunehmen und für den breit aufgestellten Input von Ihnen. Vielen Dank, es hat mir große Freude gemacht. Dankeschön. Wiedersehen.